Hallo und willkommen zurück zum Terraria, Pirate, Duke Vision, genau, Lizard Clock und Flash Clock, Pearlwood Clock und auch Skyware, Pearl und Sun. So, Sunplate Clock und Pearlwood Clock. Pearlwood Spooky und dann Skyware. Warte mal, wieso heißt die? Warte, was? SDGF Skyware. Bitte was? Sunplate. Skyware. Sunplate. Hoch, 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 runter, 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 okay. Skyware. Platform Workbench. Sink. Okay, klar, die kommt weiter unten. Oh mein Gott, Mann. Okay, warte. Guckt euch das an. Sunplate Clock, Skyware Clock. Alles klar. Woher soll man denn bitteschön das wissen? Das ist wirklich nichts, mit dem ich ehrlich gesagt rechnen würde. Aber ganz ehrlich, wenn ich schon hier stehe... baue ich lieber auch noch das andere Zeug. Skyware Platform, from Skyware Workbench und Skyware Toilet. Also anscheinend ist das nur bei diesem einen Möbelstück so, dass es da zwei gibt von. Aber Alter, also, like, gemein ist das schon. Damit rechnet doch auch keiner. Was zur Hölle? Spider Fang, das sind diese, genau, das sind die Dinger. Fishron Wings, Flareon. Das klingt wie ein Pokémon. Ach so, das ist die eine Waffe von Fishron. Oh, die kann man aber craften. Die kann man aber definitiv craften. Dungeon. Green. Was ist der Brick? Da. Blue. Wo ist der Brick? Da. Und Pink. Wo ist der Brick? Da. Okay, wahrscheinlich brauche ich dafür einen Amboss, weil ich glaube, da macht man die normalerweise. Oder auch nicht. Ja. Pink Dungeon Chest. Blue Dungeon Chest. Und Green Dungeon Chests. Das ist so gefühlt das einzige vom Dungeon, was man craften kann. Green, Pink und Blue.
Green, Pink, Blue. Ja, okay, wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich eine Bone Chest bauen, ha? Beziehungsweise, die baue ich dann hier. Weil hier ist Bone und so, das macht hier am allermeisten Sinn, dass ich hier eine Bone Chest baue. So, Bone Chest. Flash Chest können wir noch nicht bauen. Obsidian Chest sollten wir bauen können. Ich vermute mal, dass wir Obsidian Bricks, aber dafür brauchen Obsidian Brick. Weil die Obsidian Chest ist ja nicht dasselbe wie die Shadow Chest. Ich vermute mal, dass ich hier nochmal einen Ofen dafür brauche dann. Oder brauchen wir Pure Obsidian? Ich klicke mal auf die Obsidian Chest. Das Ding ist, das bringt mich halt nur auf die Chest-Seite und dann darf ich hier wieder nach Obsidian suchen. Okay, das hätte ich nicht so erwartet, aber okay. Das ist irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig eine Hellstone Chest. Vom Design her zumindest. Ja, Obsidian Chest. Ja, er schaut nicht irgendwie nach Hellstone aus, ha? So, Obsidian Chest, Spider Fang. Wo habe ich die noch markiert? Achso, weil ich das noch eingegeben habe. Machen wir ja weg. Flash, Spooky, Tempest Staff. Was war das für ein Item? Okay. Bubblegun, Tsunami. Starfish. Starfish? Oh. I see, was ein Starfish ist. Haben wir einen in einer unserer Kisten? Nein. Hier haben wir welche. Wie kann man den kriegen? Attack, the items can be found in the ocean. Can spawn on sand blocks. On beaches. Ja, gut. Gehen wir mal zum Ozean und schauen einfach mal, was da ist. Weil die scheinen wohl auch wachsen zu können. Oder nachwachsen zu können halt. Ah, nee, den Sampler wollte ich nicht entfernen. Wir haben den Starfish. Ich wollte mal sagen, ich habe keinen Hammer dabei, aber nach Max ist ja ein Hammer. Okay, Starfish wird researched, so. Da können wir den Starfish von unserer Liste streichen. Steampunk. Honey. 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 Kommen die Honey Platforms. So. Weg mit den Honey Platforms. Dann kommt das Flash Sofa, aber das können wir nicht bauen. Dann kommt das Frozen Sofa.
Ja, gut. Wir sind ja hier und sind frozen. Frozen unterwegs. So schaut's aus. Da, Frozen Sofa wird geresearched. Dann Steampunker, Flash, Blue Dungeon Lamp, Pink. Okay, die kann man aber glaube ich nicht bauen, oder? Dungeon, Leerzeichen, Lamp. Found in Dungeon. Jupp. Okay, gucken wir mal. Dungeon, Leerzeichen, Lamp. Okay, ich habe sie noch nicht abgehakt, weil wir haben alle drei. Also kann ich die Blue Dungeon Lamp und die Pink Dungeon Lamp entfernen. Dann speichern wir die Seite nochmal. Ich finde das immer strange, dass manche Sachen nicht weg sind. Weil normalerweise speichert er ja richtig. Ja, aktuell speichert er auch richtig, soweit ich weiß. Ich meine, ich weiß, dass es mal passiert ist, dass es nicht im richtigen Ordner gespeichert hat, weil ich dann quasi das alte geladen habe und so. Und dann quasi das neue überspeichert habe und so. Das war nicht optimal. Aber das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Honey Candle. Steampunker Candle, Spooky Candle. Und ich habe da unten ja meine Reihe, die ich ja noch größer machen werde. Steampunker Candle, Spooky Candy. Blue Dungeon Chandelier. Okay, Dungeon. Dungeon, Leerzeichen Chan. Ich habe den Pink Dungeon Chandelier. Der fehlt mir auf meiner Liste auch noch, also mache ich den jetzt mal weg, aber. Dungeon. Natürlich. Found in Dungeon. Pink Dungeon Chandelier. Was ist denn der Dungeon in meiner Welt oder? Blocks. Uncheck all. Dungeon. Leerzeichen Chandelier. So. Check all. Apply. Ah ja, vier Blöcke wurden gehighlighted. Okay. Und der Dungeon ist nicht pink, den wir hier haben. Oh, okay, er durchsucht gerade noch Details. Er hat gesagt, er hat viel gehighlightet. Das heißt also, wenn er fertig ist, sollte er mir einen markieren. Au. Dieses Tool ist ziemlich praktisch. Ich habe in dem Tool auch eingestellt, dass er mir Items anzeigt. Ich hätte nicht erwartet, dass ich dann was finden würde, aber in der Kiste hier war einer. Ich schau mal nur, ob da noch andere drin sind. Nein. Plattforms waren da noch drin. Okay, damit kann ich auf jeden Fall offiziell den Blue Dungeon Chandelier entfernen. Jetzt fehlt nur noch der grüne. Klicken wir mal den Weiter-Knopf in Terra Map und schauen wir mal, wen er jetzt anzeigt, weil ich glaube, der Dungeon hier ist, glaube ich, sogar grün. Okay, er hat einen Scan durchgemacht und noch kein Ergebnis. Jetzt scannt er nochmal. Er hat auf jeden Fall gesagt, er hat vier gefunden. Also muss er eigentlich mir jetzt noch einen anderen anzeigen. Hä? Er hat vorhin gesagt, er hat vier gefunden. Also muss er mir doch noch einen anderen anzeigen als diese Kiste. Okay, warte. Wir machen Blue raus und wir machen Pink raus. Und dann machen wir Apply. Und dann
Null. 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 Was ist denn das für eine Map? Welche Dungeon-Farbe? Ach, ist mir doch scheißegal, welche Dungeon-Farbe die hat. All Spoilers? Blocks? Oder Apply? Null. Ach, so hat er das für die andere schon gemacht. Die werde ich nicht reinkommen können. Die will ich auch nicht reinkommen können. Die auch nicht. Aber die Fable Map hat das, glaube ich, auch nicht, oder? Weil das ist ja. Das war ja auch kein Highlighting-Teil. Genau. Ich habe noch die. Oh, interessant, er findet sogar die Welten, die im Bootloader-Ordner drin sind. In diesem Tool, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, wir müssen eine neue Welt generieren, oder? Ne, warte mal, hä? Ach ne, das ist nur ein Fehler. Aber ja, wir müssen anscheinend eine neue Welt generieren, weil der Dungeon in der Nicht-Hungern-Welt war ja auch kein. Ach ja. Ich lasse den Angelguide zweimal noch drinne. Aber ich pack. Kopieren wir den Seed, aber ich schneide das hier mal weg. New. Ich meine, mir fehlen definitiv noch ein paar Statuen. Nur halt nicht von den ersten. Deswegen, ah ja. Ich pausiere euch mal. So, das hat jetzt eine Weile gedauert und hat viel mehr Aufwand gebraucht, als das ich es wollte. Aber wir sind dann gleich im Dungeon. Ja. So, wir sind jetzt hier. Und ihr seht, da drinnen ist ein Chandelier. An der Decke sogar direkt hier. Okay. Also, ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, aber ich habe, glaube ich, gefühlt 10, 20 Welten generiert und kein einziger, bei keiner Dungeon-Farbe, kein Kronleuchter. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt habe ich den Modloader aufgemacht, weil der Modloader ist ja noch auf der 1.3 und habe dort drin eine Welt generiert und die erste Welt, die ich generiert habe, deswegen heißt die Welt auch 1, die hatte diesen Kronleuchter. Also, da ich zwei der Kronleuchterfarben schon gesammelt habe, ist meine Vermutung, dass seit dem Don't Starve Update die Kronleuchter wieder verbuggt sind und nicht generiert werden. Also, naja. Falls ihr das auch machen wollt, ihr generiert die Welt in dem Modloader, schaut mit TerraMap nach, ob das Item da ist. Beziehungsweise, ah ne, TerraMap funktioniert dafür nicht, weil aus irgendeinem Grund kann TerraMap das File nicht laden. Vielleicht weil es eine ältere Welt ist oder so. Wie auch immer, ihr holt euch den Heroes Mod und deckt die Karte auf, teleportiert euch in den Dungeon und mit etwas Glück ist das Ding direkt da oben und falls nicht, dann läuft ihr einfach durch und macht Lighthack an, dann könnt ihr alles sehen. Mit dem Heroes Mod, damit kann man rumcheaten, wie man will. Also ja, damit solltet ihr es auf jeden Fall finden können. Und wenn es da ist, dann, kopiert ihr die Weltdatei und auch die Backup-Datei. Ich weiß nicht, was zwingend notwendig ist, aber ich habe auf jeden Fall beides kopiert. In das normale Save, in den normalen Save-Ordner von Terraria. Ladet das mit einem Classic-Character, damit das Feldfile von dem alten Format auf das neue 1.4er quasi geupdatet wird. Und dann müsstet ihr es nochmal mit T-Edit editieren, weil die Welt ist ja nicht in Journey, damit ihr Journey habt.
Das könnt ihr erst machen, wenn ihr einmal in die Welt reingejoint seid, weil T-Edit Probleme mit alten Weltdateien hat. Das ist aktuell ein Beta-Feature, dass man das öffnen kann. Und auf jeden Fall, das zu Journey umzuändern, hat dann nicht funktioniert. Die Welt war dann gar nicht mehr ladbar für Terraria. Also Green Dungeon Chandelier. Researched. Gut. Ach was. Jetzt fehlt mir eine Badewanne. Dungeon Bath. Green und Blue. Also fehlt mir die pinke. Die habe ich nicht. Steampunker Chandelier. Okay, ich mach gleich mal wieder Terra Map auf und schau dann mal nach. Ich habe eine pinke Badewanne gefunden in unserer Emperor of Fable Welt. Die 1 können wir jetzt mal löschen. Die werde ich jetzt, denke ich mal, nicht mehr brauchen. Da, in der Welt hier. Und es ist sehr interessant. Also das Programm hat mir gesagt, es wurden 8 Tiles gefunden mit dem Item. Naja, das liegt daran, weil eine Badewanne wohl 8 Tiles groß ist. ja, wir sehen uns dann gleich im Dungeon. So. Wir sind hier, wir müssen auf jeden Fall very, very deep down. Wenn ich dann mal so sagen dürfte. Au. Oh. Ah. Okay. Gehen wir mal. Ja, okay. Aber die Minimap mal auf Max zu. So, muss hier runterkommen. Okay, hier. Okay, nee. Ich glaube, da bin ich einmal falsch runtergebuddelt. Ich glaube, daran erinnere ich mich sogar. Au. Ja. Noch weiter hat mich gepuddelt, oder? Ja, irgendwo hier. Wait a minute. Das ist das Wasserbecken. Nee, das ist so weit unten. Weiter. Ah. Warte, was? Ah, doch, okay. Aus da oben einmal rum. Bisschen komisch. Hier ist eine Badewanne. Ja, genau, die pinke Dungeon-Badewanne, die geht da rein und wird researched. So. Dann nehmen wir das hier auch. Pinke Dungeon-Badewanne wird gelöscht. Spooky Candle Chandelier. Eine goldene Badewanne. Candle Bar. Candle Bar. Dungeon Candle
Warte. Candela. Die habe ich in alle drei Farben. Ja, genau. Wird hier aber wieder nicht angezeigt. Ja, habe ich hier wieder nicht gedingenst. Ja, okay. Ja, so. So. Ich war mal eben kurz auf Klo. jetzt gehen wir wieder in Multiplayer. Geh wieder auf unseren Server. So, also auf meinen Server. So. Boah, ich hoffe, dass er erst mit mir reden wird, bevor er hier reinjoint. Ansonsten kommt wieder die ganze Armee. Pump. Wir brauchen Pumpkins. Weil wir jetzt das Pumpkin-Bücherregal bauen werden. Ich vermute mal, das ist wie Holz. Da, Pumpkin Bookcase. Bock. Geresearched. Goldene Badewanne. Oh, okay. Das Piano aus Pumpkins. Wurde hier auch eingebaut. Bock. Pumpkin Piano. Der Schwafelwurm, der spawnt wahrscheinlich nicht Pre-Harmout, oder? Hardmode Exclusive, da steht's. Ember Gem Spark Wall. Und Ruby Gem Spark. Okay, warte. Gem Spark. Ember und Ruby. Immer das zur normalen Werkbank. Ruby Gem Spark Wall und Offline Ruby Gem Spark Wall. Dann Ember Gem Spark Wall. Und offline Ember Gem Spark Wall. So. Ember Gem Spark, offline Ember, Ruby Gem Spark, offline Ruby. Ruby Gem Spark, offline Ruby. Ember Gem Spark, offline Ember. Ember, Ember, Ruby, Ruby. Waterfall, Lavafall, Konfetti. Waterfall Block, Lavafall Block, Konfetti. Baut man aber auch so, oder? Genau, baut man auch so. Midnight Konfetti. Living Fire Block. Das ist doch im Hard Mode Drop, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Underworld Wing Hard Mode. Mhm. Ja, genau, das ist ein Robot Drop. Grasshopper. Okay, Grasshopper. Ich weiß, dass wir die hier drin haben. Wir haben sogar genug, um sie zu researchen. Das ist super. Da können wir ihn auch gleich cagen. Also einmal Grasshopper. Dann, Terrarium. Und dann Grasshopper Cage. Oh. So. Dann Grasshopper, Grasshopper Cage. Music Box. Können wir nicht erreichen. Xeno Staff und Meteor Staff sind. Ja. Ja. Da kommen wir noch nicht ran. Chandeliers kann ich schließen.
Hier sind noch andere Living Fire Blöcke, aber ich denke mal, dass die entweder spawnen oder dass man die craften kann. Ja, okay. Oder warte mal, ich bin gerade sehr verwirrt. Ah ja, man kann die craften. Okay. Living Fire bis hier. Ah ja, Vortex-Rüstung. Okay. Nebula. Solar. Cosmic Coffee. Watch One. Brain Scrambler. Was ist das denn für ein Ding? Hä? The item of the same name. Okay. Ah, okay, das ist das Mount. Es gibt einfach einen Gegner, der so heißt. Da haben wir jetzt erst einen Gegner verlinkt. Vortex. Nebula. Solar Flare. Honeyfall Block. Ja, okay. Der. Chlorophyt. Chlorophyt Brick Wall. Okay. Crimtane Brick Wall. Da werden wir wahrscheinlich normales Crimtane schon haben, oder? Crimtane. Stone, okay, ja. Aber hier müsste doch eigentlich auch ein Crimtane Brick sein. Mich wundert's eh. Wo ist der Guide jetzt? Unten. Mich wundert's gerade eh, dass ich keinen Crimtane Brick habe. Also ich bin bescheuert. Wenn, dann müsste es Crimtane Erz sein wahrscheinlich. Jetzt soll ich es aber eigentlich craften können. Crimtane Brick. Wait a minute. Ich bin gerade mega verwirrt. Du willst mir doch wohl nicht sagen, die Brick Wall von Crimtane wurde erst eingebaut und dann wurde der Crimtane Brick eingebaut. Crimtane Brick. Ja, doch. Was zur Hölle? Okay, ihr seid ja sehr witzig. Ja, die Entwickler sind wirklich Witzbolde. Oh. Okay, warte. Crimtane Brick und Crimtane Brick Wall. Chlorophyt Brick Wall hier. Crimtane Brick Wall. Und hier unten ist Crimtane Brick, komischerweise. Honeyfall, Chlorophyt, Shroomite. Chlorophyt, Shroomite, Laser Machine Gun. Electrophoric Launcher, ist das auch eine Waffe? Yep, okay. Xenopopper, Laser Drill, Anti-Gravity Hook, Moon Mask. Ist das für ein Ding? Ist das ein Hard Mode Gegner? Ja. Und die Sun Mask? Achso, das ist der selbe Gegner, nur in einer Light Form. I see. Dann haben wir hier das Martian Costume. Das verkauft wahrscheinlich. Achso, nee, das droppt einfach während der Martian Invasion. Nichts, was man kaufen kann oder so. Martian Costume. Martian Uniform. Ah ja, die Martian haben auch komplette Dingens anscheinend. Ah, hat die auch einen Drop? Mhm. Martian. Du habt das auch? Ach nee, das baut man mit Conduit Plating.
Ja, okay, aber Martyr Condemned Plaything ist, glaube ich, was, was während der Martian Invasion droppt, oder? Auf jeden Fall ist es Post-Golem Stuff. Okay, Martian. Oh, Martian. Oh, jetzt kommen die Zinks. Da muss ich mal kurz nachschauen, wie man die craftet. Weil ich glaube, die waren ein bisschen besonders. Ja, sie waren ein bisschen besonders. Water. Wir brauchen mal eben. Wie lange ist der Part eigentlich schon? Okay. Wir brauchen mal eben einen Stack Wassereimer. Vielleicht auch mehr, wenn wir sehen. Okay, das ist Martian. Das. Okay, gehen wir von hier. Das wird jetzt gleich eine richtige Chain, Alter. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Als allererstes will ich das Perlenholz bauen. Obwohl braucht ihr da wahrscheinlich eher eine Werkbank, oder? Genau. Also, Pearlwood Sink ist das erste. Danach wäre das Bone Sink. Das wäre dann hier bei dem Kasten wahrscheinlich. Genau, das Bone Sink. Okay, wir searchen wir erstmal die zwei. Pearlwood Sink, Bone Sink. Pearlwood Bone Martian. Das liegt jetzt daran, weil das nächste Sink wieder Flash ist. Und ich Flash hier noch nicht bauen kann. Dann als nächstes das Skyware Sink. Gut. Habe ich die Dungeon Bricks noch im Inventar? Ja, habe ich. Okay. Flash Sink, Lizard Sink. Dann die drei Dungeon Sinks. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das hier geht. Oder? Ja. Hier kommt zuerst das blaue. Blue Dungeon Sink. Dann Green Dungeon Sink. Und dann Pink Dungeon Sink. Dann brauchen wir ein Obsidian Sink. Zur Sicherheit. Ja, hier ist irgendwie vermutet. Obsidian Sink. Okay, dann können wir die abhaken. Blue, Green, Pink und Obsidian. Genau, weil als nächstes würde das Golden Sink kommen. Und das ist ja wieder Pirate Drop. So wie alle anderen von diesen Gold-Möbelstücken. Ich denke zumindest, dass das Pirate Drop ist. Ich kann nochmal nachschauen. Golden. Genau, Drop bei Pirates. Dann das Honig Sink. Ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß auch nicht, warum Dungeon Sink und Dungeon Chest nicht im Dungeon Spawn, sondern gecraftet wird. Aber mich stört es ehrlich gesagt auch nicht. Ich fände es auch gut, wenn man die anderen Sachen auch craften könnte. Aber naja, das Spiel ist da halt anderer Meinung. So, Honig Sink. Da kommt wahrscheinlich dann Honig raus, könnte ich mir gut vorstellen. So, weg damit. Steampunker, Spooky. Okay, als nächstes Frozen und dann Slime. Frozen Sink. Und hier haben wir das Slime Sink. Okay, Frozen Sink. Slime Sink. Frozen Slime. Martian Sink. Solarkultist-Kleidung. Was ist das für ein Ding? After Lunar Cultist has been defeated. Okay. Zählt das für die Lunar Cultist-Kleidung auch? Ja, die können zusammen, die beiden. Solarkultist Lunar, Solar Lunar. Martian Conduit Plating, Martian Conduit Veil. High-Tech Sunglasses. Was ist denn das? Okay.
Martian Hair Dye. Wird der auch verkauft? Ach so, okay, ich kaufe die allgemeine Hair Dye Page. Martian. Nachdem man die Martian Madness hatte. Allgemeiner Martian Dye. Kriegt man denn den her? Vom Dye Trader. Für die Strange Plants. Und Strange Plants? Now only spawn in Hard Mode. Genau, Strange Plants sind ja jetzt nur noch Hard Mode, weil sie wohl anscheinend eine zu gute Geldfarm waren, pre-Hard Mode. Kaste Marsberg. Was ist denn das, bitteschön? Oh. Das ist ein Bild, was der Traveling Merchant verkauft. Was? Der Traveling Merchant kann. Warte, was? Hab ich vom Traveling Merchant schon mal? From Traveling Merchant. Ach so, ich verstehe schon, warum das. Okay. Parody. Okay, da steht nur eine Description. Ja, wie jetzt? Warte mal. Like, das kann der einfach verkaufen? Bin ich jetzt komplett blöd? Die einzigen Bilder, die ich jemals von dem Traveling Merchant gesehen habe, waren die Don't Starve-Bilder. Also, like, bitte was? Warum verkauft der noch andere Bilder? Ich habe noch nie andere von dem gesehen. Ich will mal kurz abgleichen. 1, 2, 3, 4. Ja, genau, das sind anscheinend auch alle Don't Starve-Bilder. Weil ich habe ich hier gerade auch auf der Seite. Gehen wir mal auf Traveling Merchant. Vielleicht müssen wir dafür was erfüllen, dass er die verkauft. Ach so, Inventory Slot Rarity und sowas. Warte, wie heißt das Bild jetzt nochmal? Castle Marsberg. Castle Marsberg. Achso, after defeating Martian Madness. Okay, das erklärt einiges. Martian Lisa. Ist das auch hier drinne? Auch after defeating Martian Madness. The truth is up there. Ist das auch hier drinne? Ja, auch nach Martian Madness. Smoke Block. Okay, das ist kein Bild. Ah, okay. Kann man von Party Girl im Hard Mode kaufen. Living Flame Die und Living Rainbow Die. Ist das Strange Plant? Strange Plant. Shadow. Negative. Living Ocean. Warte, hier sind nicht nur Shadow. Negative Living Ocean. Hier unten ist Brown and Black Dye, was 100% kein Dye ist, der nur Strange Plant ist. Genau, Brown and Black Dye. Das ist eine Mischung. Ich habe eigentlich alle beide. Brown. Oder? Ich habe ich mal Brown Dye? Oder habe ich kein Black Dye? Black. Ja doch, ich habe doch Black Dye. Brown and Silver. Nein, ich habe den nicht gebaut, weil er nicht da war, als ich das gemacht habe. Ist jetzt wie eine Nadel im Heuhaufen finden, ha? Huh? Ich weiß, dass es irgendwo hier ist, weil es muss hier sein. Aber wo? Wo? Ach, da ganz unten. Ja. Vielen Dank dafür. Ich gönne mir mal ein ganzes Stack davon.
Okay, dann schließe ich die Dye-Page wieder. Brown and Black Dye. Was ich interessant finde, diese anderen Dyes bringen einen gar nicht auf die Dye-Page. Die haben alle eine eigene Page. Und es kommen witzigerweise auch noch zwei Dyes in der Liste hier, also von dem her kann ich da auch durchgehen. Das ist beides ein Strange Plant, okay. Influx Waver. Ach, das war eine Waffe, okay. Was ist denn ein Phasic Warp Ejector? Okay. Charged Blast Cannon, weiß ich auf jeden Fall, dass das eine Waffe ist. Das ist eine Waffe, die unimplemented ist. Okay. Wusste ich jetzt so gar nicht. Okay, jetzt haben wir wieder drei Dye-Arten. Chlorophyt Dye, Unicorn Dye und Infernal Wisp Dye. Strange Plant, Strange Plant, Strange Plant. Okay. Okay. Jetzt haben wir wieder was, was ich mal gucken muss. Das. Die da. Die da. Wir haben noch nicht genug von denen. Aber das sollten wir recht leicht ändern können, weil ich war schon Ewigkeiten nicht mehr so im Crimson. Um jetzt diese Pflanzen zu farmen. Also gehe ich jetzt mal einfach mal davon aus, dass da jetzt recht viel rumwachsen. Hier brauchen wir 25. Okay. Wir haben mit 17 gestartet. Müssen wir eigentlich gar nicht mal so viel finden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Biom keine eigene, kein eigenes Beat bekommen hat, sondern dass es einfach nur Death Beat hat, aber vielleicht ist Death Beat zu allgemein. Aber ich meine, der Farbton, ja okay, da steckt auch Rot drin, aber irgendwie fände ich es cool, wenn es hier eher eine eigene gäbe. Aber klar, das wäre Potion-mäßig gesehen dann wieder doof. Wäre dann alternatives Battle Potion Rezept oder... Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich wäre down dafür, wenn es zwei verschiedene Battle Potions gibt, die man zusammenstacken kann, um noch höheren Effekt zu haben, um noch mehr Gegner zu spawnen, aber naja. Fände ich eigentlich gut, aber naja. War wohl nicht den Entwicklern hier attend. Soll ich jetzt einen Timespeed machen, weil 22 sind nicht 25. Und... Ui. Dupp. Da bewegt sich der Mond. Der Infection Spread ist hier aus, genau. Oder kann ich Pilze zwangsvergiften? Ja, okay. Scheint schnell genug zu spawnen, dass ich das gar nicht jetzt muss. Wo ist ein interessanter Testbär? Wieder einfach. Pilze zwangsvergiften. Kann man normale Pilze vergiften, wenn man sie gesetzt in der Welt hat und da so ein Ding drauf schmeißt? Zu wissen eigentlich. Okay, der Vicious Mushroom wurde eingescannt. Oh, okay, das ist ja jetzt ein sehr großer Spaß. Okay, gucken wir mal, wie viel wir davon haben. Davon haben wir genug, aber wie viel haben wir von dem einen? Nicht genug. Wir brauchen Golden Bird. Weißt du was, ich leere mal eben mein Inventar.
Ich glaube, ich habe jetzt nicht genug gefarmt. Ich meine, ja, nicht ganz, weil noch Talenten kommen werden. Naja, ich habe erstmal alle Möbel gecraftet, sagen wir es so. Okay, schauen wir alle goldenen Quitter mal durch. Ja, gehen wir mit meinem Schwert hin und her. Wir haben hier Golden Squirrel. Ja, das ist Ember. Kein Gold. Dann haben wir hier Golden den da, Golden den da, Golden den da. Yep. So, kein Regen. Ich klicke mal auf Golden Bird, weil ich einfach mal wissen will, ob es vielleicht eine Strategie gibt oder sowas. The Golden Bird, so haben wir es Quitter, it's rare. Golden Recolored. From Ordinary Beauty with a 1 to 400. Ja, eine viel höhere Chance zu spawnen in der alten Version von Terraria. Was soll denn der Scheiß? Of all of the golden critters. Bugnet. Few that can be detected by the Lifeform Analyzer. Ah, okay, der Lifeform Analyzer sieht die. Ah. You have the gold bird. Und wie explizit farm ich den? Steht nicht wirklich was da. Aber steht da, dass er im Lifeform Analyzer angezeigt wird. Und das ist definitiv praktisch. Das zählt also als Rare Creature. Okay, ich gehe mal ein bisschen von meiner Base weg, weil ich jetzt gleich Spaß haben werde. Gib mir mal eben Potions. Erst einmal trinken wir den Summoning Potion und beschwören zwei davon. Dann trinken wir Life Force, Wage, Inferno. Okay. 3, 2, 1, Bob. Schon im Allgemeinen gefehlt.
Haben die schon länger gefehlt? Haben die irgendwer kaputt gemacht? War ich dann oder war der mein Cousin? Das ist jetzt die Frage. Wir haben noch 10-facher Wait. Guckt euch das an. Die Waffe macht Range Damage, weil die Entwickler sich auf einmal dazu entschieden haben, dass anscheinend nicht nur Waffen, die ja, kein Dingens. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Waffe Range Damage macht. In meinem Kopf gibt es gar keinen Sinn, aber naja. Ja, jetzt ist die Frage, wie finde ich am besten goldene Vögel, goldene Schmetterlinge. Mein, wen brauche ich noch? Ich brauche goldene Schmetterlinge und ich brauche goldene Vögel und ich brauche noch einen goldenen Hasen.
relativ schnell. Eine da, die ist ja in der Nähe, okay. Wir packen den Golden Bird da rein. Searchen. So, da können wir Golden Bird löschen. Golden Bird kann ich auch löschen. Hab ich auch.
noch dreckig. Mehr oder weniger, also vom Essen. Deswegen war das gerade ein bisschen schwer. Aber gut. Ja, komm. Wir sind eine Familie, weil ich keine Burschen habe. So. Also, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt den goldenen Butterfly gecatcht. Da ist jetzt ein goldenen Butterfly hier rein, scannen. So. Dann können wir das löschen. Speichern wir das nochmal. Neu starten müssen. Das sehe ich nicht an. Das ist jetzt gefälligst, ja. Ja. Golden. Nee, nicht Golden Shower. Das ist ja was. Keine Golden. Möglich. Also was anderes. Golden. Achso, die heißen nicht Gold, sondern die heißen einfach nur Gold. Jetzt ist das ja einiges. Ah, hier. Brauchen wir den goldenen Frosch. Für den müssen wir, ich habe hier also eine Seite offen. Jungle. We'll be right back.
Frosch. Also es ist sicher ihr. Goldener Frosch. Auf weg zu springen. Bin prinzipiell jedenfalls fertig. Okay, dann brauche ich noch einen von denen. Ich will Bubbles haben. Ja, keine Ahnung, du bist fertig? Ich dachte, du hilfst mir mit dem Farm. Nö, das ist. Gehst nicht. Jetzt an die Grashüpfer ran. Ach so. Naja. Kann ja mal schauen. Wie der Schleim einfach verschwunden ist. Am Golden Bucknet. Oh mein Gott, ja, ich bin mega lucky. Ich glaube, diese kleinen Blümchen reichen nicht, aber. Ich glaube, ich bin fertig. Wenn ich den Frosch hier einfange, fertig. Waren aber keine Grashüpfer dann. Nein, ich bin ja noch bei den Fröschen. Ich glaube, die Blumen reichen nicht. Ich habe noch nicht mal einen normalen Grashüpfer gesehen bisher. Also ich weiß, dass wir genug davon hatten, dass ich die researchen konnte. Also hier ist hohes Gras. Ich nehme an, das ist hohes Gras. Und das spawnt auch überhaupt. Oh, da kam Grashüpfer raus. Okay. Oh, ich habe schon zwei. Habe ich einen scheinbar gar nicht bemerkt. Okay, Golden Frog wird geresearched. Dann kann ich den hier von der Liste löschen. So. Okay, dann starte ich die mal einen Besuch ab. So, was für Pflanzen zerstörst du denn? Oh, jetzt sind doch gar keine mehr da. Ja, doof, gell? Hat's mehr. Ach, scheiß Dreck, das lohnt sich nicht, da durchzubuddeln. Ah, wegen diesem Gegner aufgetragen. So, du siehst das hier. Was? Das da ist sogenanntes hohes Gras. Siehst du? Zerstört. Und dann kommt da Grashüpfer raus. Ach so. Okay, dann. Ich würde sagen, Zeit beschleunigen könnte hier helfen. Dann brauche ich das Teil, was. Ja, okay, könnten wir. Und machen. Noch so eine Sache. Ja. Theoretisch wird sich wahrscheinlich. Könnte eine Mords-Dirt-Plattform. Voller Gras oder mehrere sich lohnen. Die müssen halt mindestens 2 hoch sein. Denke ich mal. Sonst ist es ja kein hohes Gras. Oh, es sieht ja, schön aus hier. Ist schon klar. Also soll ich jetzt eine Dirt-Plattform in der Luft machen oder stellen wir einfach die Zeit hoch und laufen von links nach rechts? Stellen einfach die Zeit hoch als erstes. Okay, dann muss ich mir erstmal das Golden Bucknet hier aus der Kiste nehmen, was ich mir noch nicht wie soll. Kannst du dafür sorgen, dass keine Gegner kommen bei dir? Bei mir kommen doch aktuell nur Tiere. Okay. Oder hast du schon Gegner hier gesehen? Hä? Okay, du hast 2 Sachen in die Kiste gelegt, die ich schon hatte. Oh, gut. Ah, gut zu wissen. Hab schon wieder vergessen, was es war. Ja, wie schnell wächst denn dieses Gras? Weiß ich nicht, wie schnell es im Allgemeinen wächst. Ich weiß aber, dass Zeitvorspulen was bringt. Weil das habe ich bei den Pilzen auch gesehen. Schau mal auf die Wolken im Hintergrund. Ist mir auch egal. Da ist Gras gekommen! Noch eins! Ja, irgendwie ist das immer noch zu langsam. Ich glaube, wir bauen trotzdem eine Dirt-Plattform. Wie, das ist zu langsam? Ja, es wächst ja kaum was. Oh, warum ist denn das... Ich hatte heute Morgen auch irgendwie... Jedes Mal, als ich für die Quest geskippt habe, instant Bloodmoon. Ich habe 20 Bloodmoons übersprungen in 20 Nächten. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ich verstehe deine Logik nicht. Warum ist das so langsam? Es ist doch überall Gras. Für was brauchst du eine Glasplattform in der Luft, wenn die komplette Map gerade Gras ist? Ja, noch nicht gerade genug. Wieso ist die Zeit auf einmal langsamer geworden? Die ist doch nicht langsamer geworden. Die Wolken stehen auf einmal wieder. Ach ja, so, dann war einfach nur die Wolkenbewegung hängt vom Wind ab. Ah, okay. Na gut. So. Jetzt bauen wir bitte keine Gegner mehr. Obwohl, vielleicht sollte ich meinen Spawn-Rate wirklich verringern, weil wenn es Nacht ist, kommen ja Zombies. Bevor du gekommen bist, jetzt auch. Ich hatte gerade einen Grashüpfer aus dem Gras und ich bin auf 0. Das ist das Falsche. Die Tatsache, dass bei 0 immer noch Crit kommen. 0. 13. Du, das ist nicht das gleiche wie die Spawn-Rate, wenn du die da aus dem Gras holst. Ja, eben. Deswegen kannst du es ruhig auf 0 stellen, ohne Angst haben zu müssen, dass nichts kommt. So, Golden Bucknet. Ist auch eins. Na, logisch hast du eins. Das löschen wir. Ich habe Waterleaves, ganz toll. Und dann researche ich es. Ich hatte es halt noch nicht researched. War auch noch nicht auf der Agenda eigentlich, aber naja. Wer denn? Was?
Ich habe dir gerade scheinbar nicht genug zugehört. Was hast du researched? Ja, ich hatte es noch nicht geresearched, weil es war noch nicht auf der Agenda. Ja, und was war Ja, es? das Bugnet! Mein Ach Gott, so. Du hast es einfach nur besessen. Ja, kannst du ja es lag in erledigt den kriegen. Kisten. Oh, okay. Kannst ja auch mal reinschauen, statt einfach nur Zeug reinzustecken. Nee. So, Hier gibt's. deaktivieren wir das hier. Also normale Grashüpfer brauchst du keine mehr, gell? Dann kann ich die ja für Die mich hatten einfach wir, mal glaube ich, loswerden. schon genug. Man kann die goldenen nicht einfach craften, indem man so ein bisschen Gold einfach auf den Grashüpfer schmilzt und so. Bisschen So Game of Vollidiot. Thrones-mäßig. So wie der eine. Hier, du willst Gold? Gönn dir! Und dann kippt er ihm das auf den Schädel. Okay. Er ist dran gestorben, merkwürdigerweise. Ich weiß auch nicht warum. Hätte vielleicht nicht einatmen dürfen. Mein Gott, das schaut so witzig aus. Warum ist der Hase bitte schön auf der Map auch sichtbar? Das ist doch was zur Hölle. Meinen? Ist doch toll. Ich habe 5 Grashüpfer, nice. Jetzt. Apropos Hase und Map. Ich wollte den Hasen in dem anderen Biom noch streichen und habe mich gewundert, warum der eigentlich nicht fluffy ist. Slime is falling from the sky. Weißt du, warum der nicht fluffy ist? Wie, der ist nicht fluffy. Was ist er denn dann? Ein Hase mit runtergeklappten Ohren? Ja, und dann heißt er nicht Fluffy bei dir, oder was? Der heißt doch Flops. Ich hab nicht auf den Namen geguckt. Heißt der anders als in seiner Spawn-Message? Das wäre komisch. Was? Ich verstehe gerade nicht, was dein Problem ist. Mein Gott, Alter. In der anderen Welt hatten wir einen Hasen, der mega fluschig war. Ach Erinnerst du dich an den so. nicht mehr? Die können anders ausschauen? Ja, Okay. anscheinend. Warte, du meinst nur den Namen. Nein? Ja, ich habe den in dieser Welt auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Ich habe ihn nämlich Ja, nicht im gleich gesehen. Dschungel. Ah, Ist dir okay. nicht aufgefallen, dass du gerade da warst? Nein, habe nicht geguckt. Ach, das ist dein erster Corona-Zirkel. Ich bin's nicht. Naja, Gras wächst nicht überall. Ja, irgendwie ist Naja. das sehr erfolglos, muss ich sagen. Hier ist zwar alles voller Gras, aber Ich es meine, du passiert kannst auch nichts. gerne Mäuse farmen, weil die kommen danach. Mäuse? Ja, goldene Mäuse. Normal. Ach so, golden. Ja, natürlich goldene. Normale haben wir doch schon. Ja, sorry, golden habe ich noch nie eine gesehen und ich habe nicht vor, einer zu begegnen. Genauso wenig wie die Grashüpfer eigentlich. So. Wo hast du denn Also. deine Dungeon-Plattform angefangen oder hast du das noch nicht getan? Die ist schon fertig. Siehst du sie nicht? Ja, wo? Nur direkt über dir. Du musst nur. Ach, das da Oh. oben. Das kleine Ding da oben. Oder ist das länger, Wie? als mir die Map das anzeigt? Es ist lang genug. Siehst du nicht noch die alte Hä? Plattform? Was zur Hölle? Die ist gar nicht mehr da. Ja, jetzt hüpf nach rechts. Ah, okay, hier. Hast das erreicht? Oh. Glaubst du nicht, dass das etwas gefährlich ist, wenn wir die Gegner direkt in den Ephemen-Crystal reinschieben? Ich dachte, die Energie soll zu uns kommen, aber ich habe dann auch überlegt, vielleicht sollte es früher aufhören. Also ja, okay. Meinetwegen. Machen wir weniger, Naja, wer aber weiß. da wo sie spawnen, finde ich es eigentlich nicht schlecht. Da muss man die Energie nicht so holen. Will das haben wir schon mal gemacht. Oder zumindest drüber geredet. Ich glaube nicht, dass ich jemals Firebirds benutzt habe, also. Dann halt nur auf meiner Seite. Dann mache ich bei dir einfach Copper Brick. Aber ich habe mich ja für Eisen entschieden, weil Copper und Silber so eklig ausschaut. Das Eisen sieht einfach cool aus. Hat mich an so einen Ich würde sagen, ich Cyberpunk-Look mache das erinnert. hier. Ich mache das dann mit der Steampunk-Ausrüstung. Yeah. Dort. Was tust du? Ach, du bist wieder unten. Ich dachte schon, du verschandelst wieder mein Zeug. Staff of Regrow? Ja, der macht das, okay. Warte, da kommt dann Gras Okay. raus? Ja, das wird dann zu Gras. Wo ist meine Building Potion? Da, Builder Potion. Soll ich mir jetzt noch Building Ausrüstung holen? Drücken wir mal auf FSSW und geben wir mal Block ein. Ich bin jetzt bei 12 Grashüpfern. Placement Range, Tool Range, Range,
Ja, Range an sich ist nicht unbedingt zwingend notwendig für das, was ich gerade machen will. Gibt es kein Placement Speed? Ja, dann nicht. Dann brauche ich, glaube ich, keine von denen. Als da ist schon wieder eine Wüste im Weg. Hier wächst das falsche Gras, da wo ich jetzt bin, und danach so. Gibt's nicht. Ich hoffe, das ist niedrig genug, dass hier keine Scheiße spawnen. Hi. Was ist denn hier los? Soll ich da Gras drauf wachsen lassen? Kannst du gerne machen. Das war der Plan. Machst also doch eine Dirt. Die Rope ist jetzt ein Problem. Ist schon bei der nächsten Rope angekommen? Ja, zack, stecken sie halt einfach zum Stück oder so. Nein, man kommt da halt nicht so ganz durch dann. Step of Free Grow, mach ich mal. Gut, hier machst du ja auch ein bisschen Gras. So. Wie lange willst du das denn bauen? Naja! Ich kann es verstehen. Wenn es die Chancen minimal verbessert. Dann kann ich es verstehen. Da kann ja fast nichts anderes rauskommen. Also, auf dem Rückweg kannst du dann alles abbauen. Ja, so schaut's aus. Da wird dann alles grün sein. Oder schon wieder eine. Von deinem Gärtner. Schon wieder eine Raub. Ja, mein Gott, ich habe halt überall Raubs runtergelassen. Welche Insel ist denn das? Achso, das ist ja erst die daneben. Ja, ich weiß auch nicht, was sollen wir denn sonst machen? Anders kommen wir da ja auch nicht hoch. Wir können ja nicht gut genug fliegen. Doch, eigentlich Raubs schon. Irgendwie. Nee. Ich meine, ja, es würde reichen, wenn da ab und zu so ein Raubabschnitt kommt. Du, wir haben unendlich. Upsala, wir haben unendlich Gravitation Potions. Ach so. Naja, die habe ich nicht immer im Inventar. Ja, doch schon. Warum das denn? Okay. Ja, weil sie in deinem Power-Menü sind. Ja, ich meine mein richtiges Inventar. Ja, da müssen sie auch nicht drin sein. Reicht, dass sie im Power-Menü sind. Mach schneller, Dennis. Ja, tut mir leid, es gibt nichts, was Building Speed erhöht, wie scheint. Naja, passt schon. Zumindest stand da überall eine Range. Das habe ich die jetzt auch nicht ausgerüstet, die SS-Service. Mir fällt gerade auf, ich habe immer noch die Flower Boots an. Das sollte ich ändern, ansonsten spawn ich lauter Blumen. Und Blumen sind kein Gras. Blumen sind kein hohes Gras. Okay, ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwo spezifiziert ist. Vielleicht ja doch. Also sagen wir es mal so. Ich habe Flares am Boden platziert und bin rumgelaufen. Und es ist kein einziges Insekt rausgekommen. Also glaube ich nicht, dass die dafür gelten. Diese Blümchen, die von dem Ding kommt. Ich glaube, damals hat das mal funktioniert, aber das war wohl zu overpowered. Dachten die Entwickler. Ja. Solange wie das jetzt ist, kannst du auch zurücklaufen, wenn du willst. Oder willst du es noch bis zum Dschungel? Also sagen wir es mal so, es ist jetzt ein Stack verbraucht, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gebraucht. Also du wirst jetzt durchmachen können, bis du zu einem Baum kommst, vorausgesetzt der Baum ist gerade so hoch genug. Baust du das am Ende auch wieder ab, oder? Ja, warum denn? Naja, gut, stört ja nicht in der Lage. Ich kann von mir aus einen Strich Aktuatoren durchziehen, dann können wir es deaktivieren, wenn du willst. Oh mein Gott. Geht das dann so schnell? Ja, also, wenn, ja, dann können wir gleich noch einen Teleporter bauen. Muss halt einmal rüberlaufen. Von links nach rechts. Pilze können da scheinbar wachsen. Ich meine, wir können vielleicht sogar ein bisschen tricksen. Wenn ich dort runterfalle, in den Teleporter gehe, du mich dann zum Ozean rüber teleportierst, können wir mehrere Kilometer Wire auf einen Schlag platzieren. Oder keine Ahnung. Aber ab wie vielen Blöcken ist es ein Kilometer? Ein Stack. Wenn ich mal so tue, als wäre ein Block ein Meter, aber verglichen mit der Minecraft-Logik ist es irgendwie. Das stimmt nicht ganz, weil ein Stack nur 99 sind und nicht 1000. Ja, mein Gott. Oh, außerdem sind hier ein Block ist ein Fuß. Und ein Fuß ist nur so ungefähr ein Drittelmeter. Füße? Weniger ist ein halber. Bist du sicher, dass das Füße sind? Da steht FT, was soll das sonst sein?
Ich weiß nur nicht, ob es die britischen oder die amerikanischen Füße sind. Sind nicht ganz gleich. Wenn ich, oder war das was anderes? Die haben irgendwas nennen, die identisch ist, aber nicht ganz identisch. Vielleicht war es auch... Scheiße, ich weiß es nicht. Warum haben die nicht einfach die normale Sache, wie ganz Rest-Europa auch? Die komischen Einheiten, ey. Schon wieder da. Ich schau mal auf die Map. Ja, ja, okay, das ist jetzt schon... wir sind jetzt schon über unserem Dschungelpunkt. Und unter der Engina-Insel. Du bist auf einem ganz guten Weg, um irgendwann in einen Baum reinzulaufen. Ich würde sagen, das ist dann ein guter Punkt, um aufzuhören. Okay, wenn du meinst. Ja, hör beim Baum auf. Das Deck ist fertig. Okay. Ganz, ganz. So, ich hole noch einmal auf und dann renne ich, glaube ich, einmal die Strecke schon mal ab. Eigentlich hätte ich mir das holen. Na, egal. So, bin bald wieder da. Die Aktuatoren später. In der Theorie hätte ich mir das als Hobby holen können, dass die Aktuatoren gleich mitplays, aber... Bin ich schon zu weit. Oh mein Gott, da wachsen Girlanden runter. Das schaut echt komisch aus. Girlanden? Ja, aber Vines, die Dinger kann ich so eh nicht abbauen. Ich glaube jetzt nicht, dass die bis zum Boden wachsen werden. Das würde mich echt wundern. Ja, die haben, glaube ich. Und wenn da werden die definitiv verschwinden, wenn ich den Block aktuate. Oh mein Gott, Alter. Ich habe zweimal nach vorne gedrückt und bin immer gedashed. Ach, du hast das Schild auf Cthulhu noch? Ja. Es war einmal eins meiner Lieblingsaccessoires und ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich jetzt doch mal. Jeder gestillte Spieler, den ich geguckt habe, benutzt Dash zum Ausweichen. Ja. Und das brauchst du im Journey Mode. Ich benutze. Ja, okay. Ich benutze zwar später das Master Ninja Gear und das hier ist eigentlich dann nur halt davor, aber. Ja, gut. Du bist ja auch noch davor. Ich habe jetzt 3 Würmer, 21 Grashüpfe. Was will der Traveling Merchant verkaufen? Weiß ich nicht, wo ist er denn? Ist der bei dir? Keine Ahnung, aber ich glaube, er ist gespawnt oder ist er Departure? Ich habe nicht gelesen. Also, wie soll der bei mir sein? Ich baue die Brücke, jetzt ist er weg. Ja, wie soll er bei mir sein? Ich gehe gerade deine Brücke ab. Ja, okay. Ich dachte, du bist vielleicht unten oder so, weil du bist ja weg von mir. Nein, ich bin da nicht lang geblieben. Ich wollte nur einmal hier schon mal loslaufen, weil ich mir denke, bis ich bei dir bin, ist das von alleine bis zu dir grün geworden. Brauche ich nicht helfen. Ansonsten, ich wechsle wieder auf den Stab. Also, du beim Baum hörst du auf und drehst dich einfach um und machst grün. Ah ja. Du beim Baum aufhörst, da bist du nämlich schon so gut. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, ich hätte weit genug umgebaut, dass nicht die normale Insel bis hier hochragt. Ja, okay. Habe ich wohl doch nicht weit genug umgebaut. Da liegt ein Regenwurm. Okay, warte mal. Der Staff of Regrow, das wird doch wahrscheinlich. Gehen wir mal Mining ein. Was für eine verdammte Prozentschau sollen das bitte sein? Was? Ich habe 37 normale und 0 goldene. Ja, natürlich, das ist ja mega riedrig. Okay, ich nehme mir Mining Potion und ziehe mir die komplette Mining Rüstung an. Und das sollte den Staff of Regrow auch verschnellern, oder? Er war schnell genug. Ich habe überall Lücken gelassen und die sind sofort gefüllt. Oder vielleicht... Ich bin jetzt bald an der Stelle, wo bei mir die Karte aufhört. Mal schauen. Oh, es wächst tatsächlich nicht weiter. Ist doch nicht so schnell. Das. Warte mal. Vielleicht ist es auch nicht Mining Power, sondern Melee Speed, der bei dem Ding funktioniert, weil das ja eine Waffe ist. Und dann ziehe ich mir noch die Feral Claws hier an. Und. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Hi? Du hier? Ja, wieso? Also da, wo du angefangen hast oder aufgehört hast. Ich dachte, du hörst beim großen Baum auf. Jetzt hört er beim kleinen Baum auf. Du hast gesagt, beim Baum! Ja, ich hab natürlich den Großen gemeint, aber ist in Ordnung. Das sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. Warte, Blattmoon ist vielleicht... Ah, egal, nee, wir können die Zeit nicht anhalten. Weiß nicht, ob das irgendwie sich lohnt, Crittermäßig. Wahrscheinlich nicht. Hä? Blattmoon Critters? Nee, macht ja keinen Sinn. Ich will nur... Ein normaler Grashüpfer, wow! Oh, ein Wurm. Ah ja, der kann auch da rauskommen.
Ja, aber sind seltener. Ach so, okay. Ja, ich habe 5 Würmer, aber 48 Gramm zu viel. Ja, stimmt. Die Würmer scheinen seltener zu sein. Ja, bei den Würmern haben wir den Vorteil, dass es den Can of Worms gibt. Und ich dachte, ich kann man die echt gerade cool farmen. Also, wenn du fertig bist, teleportierst du dich zu mir und läufst wieder nach links. Ich dachte, ich baue dann weiter. Oh mein Gott. Ja, gut, meinetwegen. Also hier ist jetzt, dadurch, dass du hier durchgerannt bist, weniger Gras, aber es ist schon mindestens die Hälfte wieder regeneriert. Du warst ja hier erst von einer Minute gefühlt, also. Ich warte mal, bis du komplett durch bist. Ich lasse es wachsen, sozusagen. Ah gut, über das Loch kann man rüberlaufen, das ist gut. Ich habe noch keinen goldenen, kann ich dir schon mal sagen. Ja, es ist krass. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Wieso ist der Material? Kann ich dann goldenen draus craften? Nein, du kannst ihn ins Terrarium stecken. So wie jeden anderen auch. Okay, das ist dumm. Ich google Grasshopper und das erste, was ich kriege, ist ein komischer Cocktail. Das nicht alles gibt. Automatically places Actuators. Ich gebe mir das mal. Und dann gebe ich mir ein Stack Actuators. Oder gebe ich mir ein paar. Ah nein, nicht der Rabbit Hood. Und dann Dirt. Okay. Let's go. Wirst du mir jetzt wieder entgegen? Was? Nein, ich. Warte, ich muss einmal mit dem Staff of Requo da drauf drücken, ansonsten wächst da gar nichts. Du weißt, rechts kommt auch sehr schnell ein Baum. Viel früher. Ich halt durch. Ich hab nur aufgehört, weil du mir gesagt hast, aufzuhören. Ich habe eine wunderhübsche Dundev-Plattform in die Luft gebaut, die niemanden stört. Und was machst du hier? Das ist ein Monster, aller Monster. Ja, was denn? Ich platziere jetzt gerade Aktuatoren gleich mit. Ja, die Dinger sind da doch nicht unsichtbar, aber okay. Irgendwann können sie dann verschwinden. Aber fast. Ganz schön roter Regen heute. Ja. Oh. Wir spawnen. Du hast einen Grashüpfer liegen lassen, der ist jetzt hier so aufgetaucht worden. Warte mal, habe ich das jetzt abgebaut, weil ich die Aktuatoren in die Hand nehme? Oh, habe ich nicht. Great Design. Jetzt schmeiß ich mal den da weg. Ich brauche die Gate Design, packen wir dahin. Abbauen, Aktuatoren, so. Okay, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Baum sorgt dafür, dass ich die Blöcke an ihm bauen will und das will ich nicht. Und da die Aktuatoren nur automatisch platziert und nicht automatisch gemeint werden, muss ich die da manuell abbauen, das will ich nicht. Das ist ja Aufwand. Ungünstig. Vielleicht baue ich ein bisschen oben. Ja, das werde ich tun. Bis hier. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Warum gehst du rückwärts? Du glaubst nicht, dass Gras auf diagonalen Blöcken wachsen kann, oder? Das würde mich wundern. Hm, keine Ahnung. Ob das jetzt nur eins breit ist, warum nicht? Du willst sie doch nicht mit dem Hammer, oder? Hä? Was tust du? Ach so. Wie weit habe ich die Aktuatoren platziert? Bis hier, okay. Ich kann dir eine Lösung geben für diese Bäume.
So ungefähr ein halbes Stack Dynamit dürfte reichen. Ich habe schon eine Lösung. Du, das die Bäume sind gar nicht das Problem. Schau einfach mal auf die Map. Du musst sowieso höher. Ja, genau. Naja, wenn du höher bist als der dritte Baum hier, dann reicht's zumindest bis zum nächsten Gigabaum unter unserem Payload. Nein, da wollte ich nicht hin. Ah, den machen wir wieder weg. Ich wollte mehr gerade gehen. Weil man da sowieso hochlaufen kann. Brauchst du ein bisschen Licht in deinem Leben? Ah. Du kleiner Shine-Potion-Typ wie du. Siehst doch sonst nichts. Ich glaube, ich kann zum Spawn zurück und wieder nach links laufen, während du das baust. Das ist besser. Kannst du ja. Ich bin bei 74 und habe immer noch. Ein paar Grasse fast bauen, währenddessen ich unsere. Ja, das wird gleichzeitig noch die Moonlord-Kampfplattform, ja. So schaut's aus. So wollte ich den nicht bekämpfen. Naja, nee, eigentlich ist es mir egal, also überhaupt nicht. Die Dunleaf-Plattform ist übrigens so kurz wie möglich. Also es kann natürlich sein, dass wir sie länger machen wollen für die dritte Phase, aber ich habe mir gedacht, die erste schaffen wir ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, das ist aber sehr kurz, was du da gebaut hast. Also ja, genauso hoch so wie der Baum oder höher? Naja, nee, da kommt ja noch ein Baum, noch. Okay. Ja, den nächsten meinte ich. Und der reicht eigentlich auch nicht ganz. Aber wenn du dann noch höher gehst, nee, mach nur den nächsten Baum noch. Und dann wirst du zwar nochmal einen Baum im Weg haben, aber wenn du über den gehen würdest, landest du in einer Himmelsinsel. Achso, aber durch den kann ich dann durchgehen, ohne das Problem zu haben, dass ich dann auf den Boden stoße. Ja. Okay, dann passt das. Oh mein Gott, Alter. Also hier Wire platzieren wird ein richtiger Spaß, weil das Zickzack ist. Achso, die muss da durch, oder? Wenn ich das nicht zumindest nochmal machen muss. Oh, keine Ahnung, ich kann mal gucken, ob ich mit einer Wrench vielleicht die Blöcke automatisch anpingen kann oder so. Aber mit dem Great Design geht das nicht, weil damit platzierst du quasi straight Linien. Deswegen ist eine Wire Cutter auch besser, um den Dungeon des Wire zu klauen. Weil der halt automatisch das ganze Wire findet. Beim Great Design musst du schon selber über das Wire gehen. Hallo, bin ich gerade blöd? Ach so, da wächst, da liegt, okay. Das hat mich ja gerade mega verwirrt, Alter. Ich muss den Baum abbauen. Warum das denn? Ist er dir too much? Naja, Schock, weil ich ja. Literally gerade in ihn reingehe. Ach so, du willst die Kurve nicht. Ich kann meine Staircase ja nicht weiter nach oben machen. Man kann doch nur zwei Blöcke hochlaufen, oder nicht? Nur ein Block hochlaufen, oder kann man mehr hochlaufen als ein? Dennis, ich habe hier die Lösung für dich. Hör auf, den Baum wegzusprengen. Was? Aber warum? Ja, weil das doof ist, Mensch. Warum musst du denn immer so radikal sein? Was? Radikal? Habe ich noch nie im Team gehabt. Okay, mehr Hilfe bekommst du von mir nicht. Du kannst dann dafür sorgen, das dass es... Das ist keine Hilfe! Verschattest die Umwelt! Sagt der Typ, der eine Erdplattform in der Luft baut. Ja, richtig. Ja, aber meine Erdplattform schaut so bitte schön aus. Ja, die wurden dann auch alle platziert. Gut. Ja, ich mag meine Erdplattform. Eigentlich also schön. Eigentlich hätte ich die Blätter, statt sie abzureißen, auch mit Activators ausstatten können. Und dann hätte ich sie einfach weggemacht. Aber. Warte, die Blätter? Ja, das Glas? Achso, nee, du meinst, dass der Baum in den Hintergrund drückt? Ja, dass der Baum in den Hintergrund drückt. Aber wäre natürlich nervös. Aber jetzt habe ich ihn schon abgerissen. Und du hast ihn recht weggesprengt. Ach, ein bisschen. Damit du schneller bist. Ich sorge am Ende dafür, dass er eine ganz tolle Frisur bekommt. Mein Gott, Alter, also jetzt das allererstes. Hätte ich gerne eine fucking Shine Potion, weil ich sehe nichts, wenn es dunkel wird. Ja, ich bin nicht mehr da. Aber es ist ja wieder Tag.
So, also ich bin jetzt offiziell auf dem Baum. Und ich soll jetzt noch ein bisschen höher bauen? Ah, nö, oder? Reißt den nächsten einfach auch mit ab. Verpasst dem einfach einen kurzen Haarschnitt. Wenn du jetzt höher gehst, dann kommst du zwar über den nächsten Baum, aber dann landest du in der Himmelsinsel. Ich weiß nicht, ob du das willst. Wo ist die denn? Siehst du es? Ach, da muss ich aber schon sehr viel höher gehen. Was? Nein! Das ist ein minimaler Unterschied zwischen Insel und Gras. Nein! Welcher Insel redest du bitte schön? Nicht die Halo-Insel, sondern die rechts daneben, wo niemand mehr wohnt. Ich weiß nicht, welche Insel du redest. Ach, warte mal, ist das nicht die mit meinem Lagerfeuer? Das ist doch immer noch ein ganzer Meter. So. Ja, die mit meinem Lagerfeuer dran, wo auch ein Seil runterhängt. Vielleicht definitiv noch mindestens 20 Blöcke hochgehen und kommen immer noch also, unter der Decke. Also, es ist sehr weit weg, also vielleicht willst du da gar nicht so lang. So. Bis hier gehe ich hoch. Und jetzt wird gerade wieder durchgezogen, so wie es gehört. Ich kann tatsächlich nicht einschätzen, ob du noch drunter bist oder nicht. Das sehen wir dann, wenn du 3000 Blöcke weiter bist. Ja, so schaut's aus. Naja, wie geht's voran? Wie viel Gras fährst du schon? Zu viele. Zu viel. Und keinen einzigen goldenen. Ich habe jetzt genau 99. Und noch keinen einzigen goldenen. Ah, da war der 100. 101. Blueberries. Toll. Ich habe 99 Mushrooms und 12 Dayblumen. 99 Luftballons. Liegen über den Horizont. Im Englischen haben sie es, glaube ich, rote Ballons nennen müssen, weil es sonst nicht aufgehen würde vom Songtext her. Ah ja. Ja, ergibt schon Sinn. Wenn du meinst. Ja, weil Luftballon ist dann nur noch Balloon und dann haben sie halt Red Balloons gemacht. Ah ja. Ich würde sagen, wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.